Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Kingdoms and Castles. Eine weitere Folge, in der Sachen gemacht werden. Es werden Türme gebaut und in der letzten Folge haben wir festgestellt, wir können die Türme auch höher machen, wenn denn da Burgzinnen dazwischen sind. Deswegen dieses zusammengeklatschte Ding, was sich Burg nennt, was gar keine Burg ist und vor allem noch die falschen Flaggen trägt, ist nicht so effektiv. Problem ist nur, wenn ich jetzt glaube, die kann ich nicht höher setzen. Wir warten jetzt mal, bis diese Türme hier fertig sind. Und eine Kirche würde ich ganz gerne setzen. Church, die braucht 50 Holz, so viel haben wir noch nicht. Was braucht die Burg? Tor braucht 15 Holz, also das wird noch ein Momentchen dauern. Wir warten jetzt erstmal, bis die hier fertig sind. Dass die Baustelle da eingestellt ist. Und dann machen wir da ein schickes Burgtor. Dann kommen die von hier aus schon mal nicht rein. Wobei, die kommen hier rein, fällt mir jetzt gerade mal auf. Gut, man könnte noch hier eine Burgmauer entlang ziehen. Das würde schon gehen. Oh. Essen. Am Anschlag. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier ein Haus hinbaue, will der auch Nachbarn haben? Wahrscheinlich, ne? Oh, Feuer, Feuer! Löschen, 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 löschen. 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 Schon wieder die Kneipe? Nee, schon wieder die Kneipe. Was ist denn da ständig? Brandstifter oder was unterwegs? Es war gar nicht Kneipe, war das Haus daneben. Super! Ich bin begeistert. Warum klappt das mit dem Löschen nicht? Ah, jetzt sind hier Leute fertig. Die können jetzt das Haus aufbauen. Da ist ein Brunnen. Hier sind Plus... Also eigentlich... Eigentlich müssten sie an genügend Wasser kommen. Verstehe ich nicht. So, Turm ist gleich fertig. Die Holzhacker sind auch massiv ineffektiv, finde ich. The Grandmaster. Using tools for 50% faster shopping. Muss ich da... Kann ich ja irgendwie verbessern? Das wäre doch was, oder? Baracken Great Hall. Das sind die Taxes, das sind die Türme, das haben wir eigentlich alles gebaut. Die Kirche fehlt uns noch, das ist so ein Ding. Ich weiß noch nicht, wofür die gut ist, wahrscheinlich nur wegen Happiness, oder? Accepts any donations. Ah! Die nehmen auch hier Kollekte und so weiter. Our presence authority. Left the Kingdom. Pissed. Ja gut, ich meine... Eine Feuerwehr wäre etwas, oder? Dass hier eine Feuerwehr irgendwie eingesetzt wird. Ich verstehe halt auch nicht, warum das immer so lange braucht, dass sie mit dem Wasser dahin kommen. Ist vielleicht das Wasser aus dem Fluss zu holen ineffektiver als aus dem Brunnen? Muss ich hier noch einen Brunnen hinbauen? Merde. Komm. Ich baue jetzt hier einfach neuen hin. Einfach nur sicherheitshalber. So, die beiden Türme sind fertig. 48 Holz, das Haus ist auch fertig. Das heißt, wir können das erste Burgtor bauen. Lassen wir es erstmal aufbauen. Essen haben wir wirklich im Überfluss. So, wir müssten aber, glaube ich, hier... Kommen die hier rum? Die kommen ja hier rum, ne? Da muss hier noch eine... Sowas wie eine Mauer hin. Lassen wir erstmal das Tor bauen. Was kostet uns das denn überhaupt?
jeden Fall ordentlich Stein. Vier sind am Idlen, weißt du was? Dann mache ich hier Open. Dann ist auch keiner mehr am Idlen. Hier scheint irgendwie die ganze Ware eingelagert zu werden, ne? Ja. Nur einmal Kohle vorrätig. Das ist doch echt dämlich. Wir bräuchten noch jemand, der Holz macht. Wir haben hier einen, wir haben hier einen. Ich mach noch einen Förster hier irgendwo hin, wa? So, der braucht Bäume im Umfeld. Das wäre doch hier eigentlich ideal. Hier ist einer. Gucken, wie weit wir den wegsetzen können. Forester. Ah, so muss gehen. So, hier könnte er hin. Und das ist sein Einflussbereich. Ist natürlich ein bisschen doof. Können wir so? Können wir. Dann setze ich den hier so hin. Ich setze ihn jetzt einfach dahin. Ja, ich setze ihn jetzt dahin. Dann kommt ein Köhler hier vorne um die Ecke, vielleicht noch in das Krankenhaus. Ist immer schön, wenn man im Bett liegt, dann hat er wieder die Kohle an. Ist blöd, dass hier keine Bäume sind, sonst könnten wir noch köhlen. Oder wir ziehen hier noch. Die Frage, kommen die hier übers Land? Landen die hier? Wahrscheinlich ja, ne? Die sind unhappy. Was? Was? Das ist natürlich schlecht. Warum? Weil alles gut, aber keine Kohle. Kohle fehlt, das ist doch nicht wahr. Eigentlich wollte ich mir eine Straße hier hochgehen, aber vielleicht lasse ich das ja und setze einen Köhler direkt neben dran, aber dann hat er noch weniger Platz, um zu bauen. Warte mal, der hat welchen? Der hat bis hier einen Einflussbereich. Das heißt, wir könnten eigentlich... Ist die Frage, stört die hier vorne einen Köhler? Aber die haben nur Essen hier oben, ne? Und Kohle. Blöd, dass hier kein Baum mehr steht, oder? Ja, nicht mehr. Das ist echt die Kohle, die euch juckt. Ja, ja, das ist echt die Kohle. Ich setze einen Köder hier vorne dran. Oh, das Gate ist fertig. Wir haben aber keine Worker im Moment. Jetzt warten wir kurz mal ab. Wir machen einfach mal hier ein bisschen Fast Forward. Vielleicht sollten wir einfach auch noch so ein bisschen was für die Happiness machen. Was ist denn eigentlich mit ihm los? Kann er nicht mehr abbauen? Schade, dass man die nicht irgendwie verbessern kann. So ein Sägewerk oder sowas. Kann man nicht irgendwie noch was... Eisenmine. Sind die eigentlich ewig... Sind die eigentlich ewig... haben die ewig Ressourcen? Gute Frage, ne? Hier ist bald Kapeister. Was stapelt sich denn da? Ich müsste handeln können. Wie sieht's denn aus? Immer noch gelb. Gut, der ist gebaut, der ist gebaut. Der macht Bäume, das ist gut. Der Köhler kohlt.
Das ist vielleicht so, dass sie sich jetzt bald wohlfühlen. Jetzt bauen wir hier noch mal ein bisschen. Nochmal drei drauf. Sehr geil. Und hier drauf setzen wir dann, würde ich sagen, Bogenschützen? Gute Frage. Oh ja, Gold. Richtig, danke. Guter Hinweis. Krieg gerade aus dem Off. Achso, geht immer nur einer. Neue Soldaten zu trainieren. Absolut richtig. Hätte ich jetzt beinahe verpasst. Drei sind übrigens eingezogen in unser kleines Dorf. Okay. Kann man das Tor eigentlich hier zumachen manuell? Ne, Moment. Road. Ne, nix Road. Tor. Nix Road. Und das Tor anklicken. Geht nicht, weil... Ah, Stonegate. Open. Ah, man kann sogar verschließen, warte mal. Achso, okay. Ja, alles klar. Der macht dann zu, das ist der praktische Torwächter. Der leitet das dann runter. Ne? Ja. Two Workers. Ach, die bauen jetzt mit, weil ich sie da abgezogen habe. So, warte mal, von hier können sie eigentlich nicht kommen. Da kommen sie eigentlich auch nicht rein. Sie können nicht streuen. Ist die Frage, können die hier anlegen? Was ist das Land? Das ist ein bisschen schwer einzusehen. Also von hier kamen sie ja definitiv. Das heißt, mein Ziel wäre jetzt hier eine Mauer rumzuziehen. Und dann hier vorne nochmal einen Eingang zu machen. So, sind die von denen angelandet? War das hier? Hier, oder? Da war ein Schiff? Ich glaube, hier war ein Schiff. Ich würde sagen, wenn die beiden fertig sind, dann machen wir zumindest erstmal eine Stufe hoch. Oh, 185 Stein. So, weil ich den zweiten Steinbruch wieder in Gang genommen habe. Ist irgendwie blöd, dass die so voll... Das können die nichts außer nur Stein. 5 Holz, ja gut, aber das geht. Das funktioniert. Wir können mal die Kirche bauen. Vielleicht sind die dann auch wieder glücklich. Ne, Moment, erst, wir bauen noch mal gar nichts, weil wir haben überhaupt keine Arbeiter. Die müssen erst die Türme fertig machen. Befürchte nur, der nächste Angriff kommt von hier. Und wenn ich das sage, kommt er wahrscheinlich auch gleich. Aber dann ziehen wir vielleicht einfach hier eine Mauer, so. Einmal rüber. Einmal hier quer rüber. Mit einem Gate, was irgendwie hier verbunden wird. Werko Yex has died of old age. Oh, 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 oh. Schade, kann man nicht löschen. Ich muss mal die Bäume hier entfernen, nicht, dass es auf die Häuser übergreift. Ich glaube, das ist nämlich auch ein Problem. Okay, also wir müssen hier solche... Wir müssen das auf jeden Fall höher bauen, weil das ist ja doppelt so hoch. 13 Leute haben uns... Oh, 30 Leute mit der Pest. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Wie viel überleben? Wie viel arbeiten eigentlich hier dran? 7 und 7. Boah. Ach so, Moment. Das sind ja 3 Stufen, die gebaut werden. Ne? Das wird wahrscheinlich verteilt, könnte ich mir vorstellen. Ja, wir haben einfach nicht genügend Bild. Aber warte mal, wir können hier welche, wir machen das so, Steinbruch, machen wir zu. Dann können die nämlich arbeiten. Dann geht das hier insgesamt auch ein bisschen schneller.
Hey. Hey, hallo. Hallo. Ja, 64. 6 von 7. Such mal, die sind gar nicht ausgelastet. 7 von 7. Okay, die sind voll ausgelastet. Ist er fertig? Ja. Gut, pass auf. Nicht euer Ernst. Da ist ein Drachen. Ja, wir haben schon gesehen. Ja. Wahrscheinlich greift er jetzt die Türme an, die ich gerade gebaut habe. Ne, der fliegt gegen. Kommt gar nicht durch. Doch, er kommt durch. Gucken, ob die was machen hier. Welchen Range habt ihr? Jetzt. Schuss. Fantastisch. Gut, dass ich euch angefordert habe. Ach, die treffen den, glaube ich. Nur die Animation stimmt nicht. Na? Ned? Ned? Wie viel hat der eigentlich an Leben? Sieht man das irgendwo, dass ich den mal hier... Na gut. Schon die Schnauze voll? Nee. Schuss. 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 Schieß doch. Ja, sehr schön. Wie viel brauche ich denn, um so einen Drachen zu erledigen? The Terror Plague has swept the land. 27 presents have taken over. What? Da sind die sofort. Oh Gott. Okay. Ah, nee, da sind sie. Jetzt werden sie geheilt. Da bin ich echt stolz auf unsere Jungs da. So, das Ding ist fast fertig, oder? Tower. Okay, pass auf. Castle, Dings, Lutsch. Bauen wir direkt den nächsten. Die müssen ja gleich übergehen. Und wenn der gebaut ist... Der ist gebaut, ne? Der wird jetzt besetzt. So, wir könnten hier noch ein Haus hinbauen. Wir könnten auch hier so ein Viererhaus hinbauen. Dann wäre direkt der Brunnen neben dran, weil hier würde ich gerne die Kirche hinsetzen. Und dann machen wir hier eine Burgmauer. Hier rum. Nur rein der Optik halber. Und ich würde das hier so rüberziehen. Da bis da. Und hier dann eine Burgmauer quer rüber durchs Land. Damit, wenn die kommen, hier direkt auf die Backen kriegen. Ne? Ja, alles Pläne, die wir in der nächsten Folge verfolgen werden, denn wir sind wieder am Ende einer Folge von Too Many Castles. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.